Was? Hier war gerade Geheimsprache am Werk. Wir hatten gerade überlegt, ob der Pizzatyp durch das Fenster passt. Also eigentlich, ob die Wagen durch das Fenster passen. Ach so, nicht der Pizzatyp. Es war ein indischer Geselle. Und also Inder sind meistens etwas schmaler, wie man weiß. Ja, und wie ist das so, die sind hier so Schlangenmenschen und so. Ja, die haben ja auch so Flöten immer dabei. Und wenn diese erklingt, dann können sie sich durch alles winden. So. Liebe Tabletop-Freunde! Yeah, geil! Dennis ist da und er hat wieder das gleiche Shirt an. Ich hab nur das eine. Er hat nur das eine Shirt. Ich hab auch nur den einen Bart. Und ich hab auch nur das eine Shirt. So. Wir zocken heute noch ein. Und weil er gerade da ist, und ich zocke jetzt und es könnte sich jetzt was ergeben. Und zwar, wenn er möchte, könnte er mit ins Spielgeschehen einsteigen, weil ich habe mir einen Startpunkt ausgesucht, den ihr gleich sehen werdet, wo das möglich ist, dass er mir in die Quere kommt oder wie oder was oder wie auch immer, wenn er mir das feldstreitig machen wird oder will. Und ich denke mal, er wird. Natürlich. Sonst wird er jetzt hier nicht stehen. Hat er vor. Ja. Und wie das jetzt abläuft, das zeigen wir euch dann jetzt gleich. So, hier ist der Dennis, wie gerade schon beschrieben, der hat ja hier beim letzten Game das Nest klar gemacht und sich da, was war es für ein Tier? Ein Schwein. Ein Schwein hat er sich aus dem Baum rausgehämmert, ne? Ja. Mit der Axt hast du es da raus. Genau, ich werde hier starten, deswegen kommt da auch schon mal meine Farbe rein. Ich bin hellblau. Und ich werde hier mir dieses Feld holen, weil ich versuche hier an diesen Wall zu kommen. Deswegen stelle ich mich mal hier hin. Und jetzt ist die Frage, weil du kannst ja über deine eigenen Felder sofort schnell reisen. Möchtest du da intervenieren oder lässt du mich gewähren? Ja, ich werde natürlich intervenieren. Kleines Wort. Genau, er möchte vielleicht auch dieses Feld haben. Nun gut, dann werden wir mal sehen, wie es abläuft. Jetzt kommt noch, genau, meine Warband wird jetzt kurz noch erklärt. Und dafür baue ich mal kurz um. So, Vorstellung meiner Warband. Die Warband mit dem Namen, ich muss mal hier eben an den Zettel gucken hier. Mit dem Namen Triple B. So, jetzt werden die alle sagen, wie Triple B, was heißt Triple B? Vielleicht kennt ihn schon jemand hier, der Kollege. Es war ja Bernd und Bernd war ja schon in einigen Battle Reports zu sehen, krasser Typ, hat sich ja dann, war ja nur mal ein angeheuerter Schläger, hat sich jetzt selbstständig gemacht mit damals seiner Mutter und so, die ist immer noch ein bisschen krank, weil die hat es ja weggeknallt, deswegen ist er allein los, aber er hat eine eigene Warband, hat sich deshalb auch ein paar Tattoos hier machen lassen, weil geiler Typ und so, harte Sau, ist jetzt ja Warband-Leader. Und jetzt kommen wir auch zu dem Namen Triple B, hat er sich ausgelegt, weil es heißt Bernds Bommelbande. Was? Hier war gerade Geheimsprache am Werk. Wir hatten gerade überlegt, ob der Pizzatyp durch das Fenster passt. Also eigentlich, ob die Wagen durch das Fenster passen. Ach so, nicht der Pizzatyp. Es war ein indischer Geselle. Und also Inder sind meistens etwas schmaler, wie man weiß. Ja, und wie ist das so, die sind hier so Schlangenmenschen und so. Ja, die haben ja auch so Flöten immer dabei. Und wenn diese erklingt, dann können sie sich durch alles winden. So. Also Bernd, Triple B halt Bernds Bommelbande. Ne? Deswegen hier er der Leader. Bernd kostet mich 92 Punkte.
ist der Warlord und hat die, beziehungsweise Moment erstmal, die ganze Warband sind nämlich hier Raiders, so nach dem Ding aus dem Regelbuch, ist der Warlord, also nicht der Bandit King, sondern der Warlord habe ich gewählt als Leader und er hat einmal equipped die Heavy Weapon, wie man hier sieht, also diese schwere Axt, zweihändig, und die Heavy Metal Armor, die ist quasi, diese Weste ist verstärkt mit Metall irgendwie eingenäht. Hat die Skills Brute. Dadurch kriegt er nochmal, bei Brute kriegt er nämlich nochmal ein auf den Strange-Wert. Und dann hat er noch den Skill Motivator, so, um halt in, was, 3 oder 6 Zoll? 6 Zoll. In 6 Zoll Nähe kann er natürlich hier den Activator-Skill ein bisschen erhöhen von den anderen Leuten. Und dann haben wir noch Strong Point. Und da ist das Geile, weil die Heavy Metal Armor hat, glaube ich, minus 1 oder 2 auf den Move-Wert, weil die ja so schwer und klobig ist. Das ist dadurch negiert worden. Also es wird aufgehoben, der kann sich normal damit bewegen. Hat dadurch aber Defense plus 2 nochmal, ne? Im Nahkampf. Im Nahkampf. So komme ich nämlich auf die Werte Move 6, Melee 7, Range 5, Strange plus 1, plus die 2 nochmal, weil Heavy Weapon, also plus 1 war ja wegen Brute und plus 2 nochmal Heavy Weapon, dann Metal 7, Defense 6, plus 2 im Nahkampf wegen der Metal Armor und 2 Wunden, weil Leader. So, dann haben wir hier den Eddie. Eddie ist er hier. Eddie hat den Platz eingenommen von der Mama, die noch krank ist. Eddie ist Elite, Human. Anders die Werte mal eben. Move 6, Melee 7, plus 1. Plus 1, weil auch Brute. Nee, gar nicht wahr. Melee 1, Melee plus 1 war, warum war das denn? Ach, wegen der Scrap Armor. Nee, wegen zweimal Light Weapon. Wegen zweimal Light Weapon. So, er hat zweimal Light Weapon. So, Kettensäge, Light Weapon. Na klar, für ihn ist das eine Light Weapon. Sehr wahrscheinlich ist das eine Kettensäge, aber ohne Benzin. Der haut einfach nur damit. Nimmt ihn sehr, klar. So, also zweimal Light Weapon. Range 4, Strange 6, plus 1, plus 1. Plus 1 ist einmal durch Blut und nochmal plus 1 ist durch die Light Weapon halt. Metal 6, Defense 6, plus 1. Plus 1, weil Scrap Armor. Und eine Wunde. Skills Brute, Bully. Bully ist, wenn er mit jemandem im Nahkampf ist. Und ich glaube, er klatscht ihn auf jeden Fall irgendwie immer um, den anderen. Auch wenn er den Nahkampf verliert oder so. Oder beziehungsweise... Nee, auch wenn er nicht verwundet. Also wenn den Nahkampf muss er gewinnen. Aber genau. Selbst wenn er nicht verwundet, prügelt er den trotzdem auf den Boden. Genau, das heißt für den Gegner, er muss dann mit einer Aktivierung erstmal aufstehen, um dann wieder zu hauen. Also er muss dann mindestens 2 Aktivierungen haben. Oder für mich im Gegenzug, ich kriege dann plus 1 auf den Milli-Wert, wenn ich dann den auf den drauf rumklopfe, weil der halt am Boden liegt. Das ist Eddie. Dann haben wir noch den Dieter. Dieter ist der Kollege hier, auch hat sich angeschlossen bei den Raidern. So ein ganz cooler hier mit Hip-Hop-Mütze und so, Brechstange und Schild. Dieter, Rank and File, Human, kostet 29 Punkte. Achso, Eddie gerade 59, der jetzt hier 29. Move 6, Melee 6 plus 2. Weil Schild. Range 3, Strange 5 plus 1, weil Light Weapon. Hier die Brechstange. Metal 5, Defense 6, eine Wunde. Ausgestattet, wie gerade schon gesagt, Schild und Light Weapon. Und dann haben wir noch einen Rank and File, ein Animal. Und der Name ist 1. Weil erste Tier. Move 7, also schön schnell. Melee 6, Range 0. Strange 6 plus 1, weil Neutral Weapon, also hier so Zähne oder was. Metal 5 und Defense 6. So, sonst hat er nichts. Das ist meine Warband. Triple Bs hier. Geile Typen. Damit geht's los. 198 Punkte. 199, glaube ich sogar. Alles ausgenutzt. Alles ausgenutzt, bis auf einen Punkt. Der wurde so ein Bettler hingeworfen. Hier, so, hier, Junge, kannst du haben. So. Ja, das ist meine Warband. Da kommt der Dennis nochmal, weil er hat ja Zugwachs gewonnen. Und dann, ja, nochmal hier kurz zur Map. Mein Leader wird jetzt dieses Feld hier angreifen. So,
Aber jetzt erstmal nochmal zu Dennis Warman und dann sehen wir weiter. So, also, Familie Schröder wieder mit dabei. Die Mutantenkannibalen. Ich habe die Werte noch nicht im Kopf, deswegen lese ich sie wieder ab. Mit dabei ist Paar, der Leader. Aber von den Werten her, Move 6, Melee 6, Range 6, Strange 6, Metal 7, Defense eine 6, 2 Wunden. Der hat den Brace Skill, Motivator Skill und mein Lieblingswort, Demoralize. Ja. Mit dabei an seiner Seite Volker, der Firstborn. Der ganze Stolz der Familie. Move 5, Melee 5, plus 1 allerdings mit dazu wegen seiner Skin Armor, die er trägt. Range 5, Strange 5, plus 1 wegen seiner Light Weapon, Metal 6, Defense 6, eine Wunde. Als Skills Altogether, Hard as Nails und Unending Pain. Dann stellen wir die mal zur Seite. Mit dabei wieder ist Bunny. Man weiß immer noch nicht, ob Junge oder Mädchen da drin steckt in diesem Kostüm. Auch hier, Bunny mag Hasen. Bunny hat ein Hasenkostüm gefunden. Bunny ist ein Youngins. Bunny hat jetzt Move 6. Durch sein erstes Spiel ist Bunny ein bisschen schneller geworden. Melee 4, allerdings minus 1 wegen seiner Heavy Weapon. Range 5, Strange 5, plus 2 wegen der Heavy Weapon. Metal 5, Defense 6, eine Wunde. Auch Bunny nehme ich mal zur Seite. Da ist es. Da ist Ham. Das ist das Schwein, was ich beim letzten Spiel aus dem Baum geschlagen habe. Ein Baumschwein. Ham wird gespielt als Waste Wolf mit Move 7, Melee 5, Range 0. Strange haben wir 6 plus 1 für die Natural Weapons. Metal Wert von 5, Defense 6, eine Wunde. Puh. Pack Mentality und Bully. Jetzt kommen wir zu den Degenerate. Mojo ist auch wieder mit dabei. Der Koch der Familie. Barbecue-Soße am Start. Mojo hat Move 5, allerdings minus 1 wegen der Tabelle der Degenerate. Melee 4, 4 in Rage. Strange 5, plus 1 wegen der Light Weapon. Metal 5, Defense 6, eine Wunde. Billy ist wieder mit dabei, auch Degenerate. Move 5, Melee 4, Range 4, Strange 5, Metal 5, Defense 6, plus 1 wegen der Degenerate-Tabelle. Eine Wunde. Und Billy ist ausgestattet mit einer Slaughter Blade und durch seinen Fund im letzten Spiel jetzt auch mit einem Crossbow. Oh, hast du ausgestattet? Ja. Wem denn? Dem Degenerate? Ja. Dann hat er aber kein Slaughterblade mehr, ne? Weil Crossbow ist, glaube ich, beidhändig. Ist es beidhändig? Ja. Aber du kannst ja auch erst ein Crossbow haben und dann mit einer Aktion das Ding wegpacken. Ja, du kannst das bei dir tragen. Aber na, du musst dann mit einer Aktion... Mein Gott. Aber du weißt auch, dass das nur zählt, wenn das anmodelliert ist, ne? Ach so. Ja, verdammt. Wisst ihr was? Dann hat er den nicht. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. So. Dafür ist aber Willy mit ins Spiel gekommen, der Zwillingsbruder von Billy. Auch ein Degenerate. Ohne Crossbow. Move 5, Melee 4. Und hat minus 1 in Willy wegen der Tabelle der Degenerate. Range 4,
Strange 5, plus 1 wegen der Light Weapon. Der kloppt mit dem Schädel dazu, den er nicht hergeben will. Defense 6, eine Wunde und das war's. Liebe Tabletop-Freunde, hier das Spielfeld, diesmal etwas größer ausgefallen. Wir spielen ja auch quasi einer gegen den anderen. Der Dennis wollte ja unbedingt da intervenieren und dem Pfeife vielleicht auf die Schnauze hauen, vielleicht auch nicht. Man weiß nicht genau, was die Idee ist. Auf jeden Fall will er mir sehr wahrscheinlich dieses Grundstück wegnehmen, weil dann kriegt er ja jedes Mal mehr Geld. Ja, und vor allem, er hätte schon sein reisen. Drittes, Junge. Das wäre ja dann sein drittes. Kann natürlich auch schnell reisen, der ja. Penner, ne? Schnell reisen passt auch sehr gut hier, weil wir hier tatsächlich zum ersten Mal Straßen sehen, ein alter Highway möglicherweise, zweispurig, einspurig halt. Auf jeden Fall ja, sieht es so aus, hier liegt eine Menge Stuff rum. Wir haben gerade schon ausgewürfelt mit einem W4 jeweils für die beiden Platten. Da vorne auf der Platte sind 2 Random Encounter und hier sind 4. Die sind im Moment noch dargestellt als Geräuschmarker. Einer ist hier, einer ist da drin, einer ist hier, einer ist hier. Mit Sicht auf 24 Zoll werden die Dinger aufgedeckt. Es sei denn, das funktioniert gerade nicht, weil zum Beispiel ja, was verbuddelt ist oder so. Man weiß es noch nicht. Also ich weiß es schon, die beiden aber nicht. Deswegen würde ich sagen, würfeln die zwei jetzt mal, wer anfängt, sich eine Seite auszusuchen. Da gibt es beim Herrn Pfeiffer eine 6, beim Dennis eine 2. Welche Seite möchtest du denn? Ja, ich nehme die. Also, von da kommen Triple B. Yes. Und jetzt gucken wir noch, wer zuerst aufstellen darf. Wer darf zuerst aufstellen? Eine 8 gegen... Das wird schwer. Eine 9. Oh. Okay, dann darfst du zuerst aufstellen und ja gleich auch anfangen. Ne? Also stellst du erstmal auf, kannst du wenigstens noch reagieren und dann gucken wir gleich, wie es aussieht. Die Warbands sind aufgestellt, es wurde noch ausgewürfelt, wie viel Random Loot es gibt. Einen auf dieser Platte und 4 auf dieser. Wir spielen hier das Szenario Cold Vengeance, was eigentlich dafür gedacht ist, dass 2 Warbands sich treffen und auf die Schnauze hauen. Die erste Warband, die einen Schuss abfeuert, bekommt einen Abzug. Also bei den Siegpunkten dann hinterher. Aber wer weiß, ob man sich hier auf die Schnauze haut oder nicht. Das Spiel geht so. 8 Runden. Wenn es irgendeine Entscheidung gibt, also zum Beispiel, wenn der eine die andere Warband killt, dann geht die Platte an denjenigen, der die Warband gekillt hat. Wenn es aber am Ende von Runde 8 noch keine Entscheidung geben sollte, dann gucken wir mal weiter und schauen mal, wie das dann ausgefochten wird. Für den Moment sieht es so aus, hier auf der Seite steht Triple B, schön gedrängt am Start. Bernds Bommelbande. Ach, Bernds Bommelbande, sorry. In direkter Sichtlinie zu einem Geräuschmarker. Mal sehen, ob die da gleich was sehen oder nicht. Hier gibt es noch ein bisschen Loot, nämlich im Kofferraum dieses Autos, in diesem Müllcontainer, hier in diesem Scrap-Pile und auch in diesem Müllhaufen. Der Loot auf Dennis' Seite ist, auch wenn er genau auf der Grenze liegt, hoffe ich noch, in diesem Container, wo es auch einen Geräuschmarker übrigens drin gibt. Natürlich. Ja, und da hinten steht auch schon, stehen die Schröders. Und weil sie da stehen, sehen sie von hier aus, diese beiden Geräuschmarker sehen sie gerade noch nicht, aber sie sehen einen Geräuschmarker und wir haben gesagt, wenn man in 24 Zoll Sichtlinie ist, dann werden die durchaus aufgedeckt, sofern sie denn nicht unterirdisch oder unsichtbar oder so sind, man weiß es ja nicht. Das ist aber hier nicht der Fall, sondern auf dieser Straße wandelt ein einsamer, verlassener, fetter Rad-Zombie. Einfach so durch die Gegend. Der ist hier. Regeln machen wir so, wie wir das in anderen Spielen schon mal hatten. Sofern niemand in 12 Zoll ist, zufällige Bewegung. Wenn jemand in 12 Zoll ist, greift der Zombie denjenigen an. Dort ist ein Rad-Zombie. Die anderen sind, wie gesagt, noch verdeckt. Zombies und Move 5? Oder Move ich glaube schon, nee, ich glaube Move 5 nur. Und auf dieser Seite, von hier, durch
Zeugs und Deckung hindurch, sieht man diesen Geräuschmarker und den sieht man tatsächlich auch. Und da haben wir ganz einfach mal tatsächlich, ja, vielleicht nicht den Rennen, sondern eher hier so einen oder so einen Waste Wolf. Schön schnell, gefährlich, aber auch da diese 12 Zoll Regel, weil ich meine, er hängt da so rum, das ist so sein Hut. Er möchte jetzt nicht unbedingt hier hinrennen und irgendwelche Leute essen, sondern er will einfach nur seine Ruhe haben vielleicht. Aha. Okay, aber ne, da ja da auch Loot ist, muss man halt gucken. Vorhin beim Aufstellen hat der Dennis gewonnen. Ne? Du hattest die Seitenwahl, du hast Aufstellen gewonnen, oder? Genau. Dann kannst du auch anfangen. Und jetzt kein Spiel Spieler gegen NPC, sondern einfach Spieler gegen Spieler. Das heißt, beim Verkacken einer Aktivierung wechselt die Initiative. Aber hier geht's los. Wer aktiviert denn zuerst? Willy aktiviert zuerst. Oh, das ist der Neue, ne? Das ist der Neue, ja. Ja, geil. Jetzt werde ich gerade nervös, weil ich meine Zettel brauche, ein bisschen noch. Aha. Okay, wahrscheinlich aber Metal 5. Oh, aber Motivator. Ja, Metal 5, Motivator durch Paar. Also auf die 4 plus. 8. Erfolgreich aktiviert, 2 Aktionen. Hm. 15 Zoll bis zum Zombie. Ja, wollen wir das? Geil. Gerade den Ort erreicht so. Ja, so sind sie, die Mutanten. Die Schröders. Ja, das ist halt die Schröders, ne? Aber da ist was zu looten, ne? Hallo? Oh ja. Warte, jetzt kommt. Und der Goins zu waschen. Das war dann zweimal bewegt, oder? Das war zweimal bewegt, genau. Richtig. Okay. Ja. Zur Erinnerung von den Regeln: Zombies haben immer nur eine Aktivierung. Also. Die können nicht. Ja, ne? Und da hier NPCs zwar auf dem Board sind, aber Spieler gegen Spieler am Start sind, bewegen sich die NPCs immer am Ende von allem. Also nachdem die Spieler komplett durch sind. Okay, das war der erste. Wie sieht es denn weiter aus? Wer aktiviert als nächstes? Als nächstes geht Billy hinterher. Willys Zwillingsbruder, weil die beiden sind immer zusammen, soweit es denn geht. Auch hier auf die 5 plus 1 durch Paar, also auf die 4 plus. Jawohl. Krass. Er bewegt sich zweimal. Weil, ja, muss einfach sein. Marker dran, bitte. Natürlich. Du bist weiterhin dran, denn auch der war erfolgreich aktiviert. Mojo ist der nächste. Auch hier auf die 4 plus. Na. Wo ist die 4? Da ist die 1. Damit nur eine Aktion und die Initiative wechselt dann gleich rüber zu Triple B. Okay, Marker dran und dann geht's hier drüben weiter. Wer will denn zuerst? Also, zuerst möchte Eddie. Eddie ist hier. Hat Metal 6, kriegt einen plus 1 wegen dem Motivator-Skill von seinem steht Oberboss. Steht ihm auch direkt im Nacken, geil. Vom also er schreit ihn natürlich so voll hinter die Ohren, so, lauf! So, oh, nicht, ja. Er ist halt schwerhörig. Und Bernd kriegt jetzt schon die Krise. Okay, er läuft. Hat er läuft. 6? Nicht sogar? Moment, Eddie, ich habe ihn ja noch nicht so auf dem Kasten. Move 6, ja. Ja, komm, er läuft zum Kofferraum. Okay, und dann gleich vielleicht zu looten. Genau. Sieht er von dort, weil das Auto ist so gerundet, da den Geräuschmarker sogar schon? Also er hat ihn auf jeden Fall beim Rumgehen gesehen. In diesem Fall erscheint zum ersten Mal hier im Game ein, wir nennen ihn hier einmal... Oh. Toxic Jelly. Wir hatten Toxic Jelly schon mal, aber jetzt haben wir auch tatsächlich mal einen. Er ist relativ schwabbelig. Wahrscheinlich wohnt er da, man weiß es nicht. Was aber nicht so schlimm ist, weil ich habe keine Schusswaffen. Weil Schusswaffen sind die ja immer so
dass man die nicht richtig treffen kann und sowas. Ja, okay. Ja, er ist halt da. Ja, aber er ist ja ein cooler Typ und will nur chillen, weil er hat Rastas, ne? Ja, eigentlich hat er schon. So einen kleinen Garten mit irgendeinem Scheiß angebaut. Und schön alles dahinter so. Und jetzt auch der um die Ecke jemand gesehen, so, Scheiße. Und er huscht so um die Ecke, so, hoffentlich gehen die gleich weiter. Ja, so. Die gehen bestimmt weg. Ja, okay, ebenfalls nicht erfolgreich aktiviert, da geht's weiter. Gut. Ein paar hast du ja noch. Ja, sehen die jetzt eigentlich den Geräuschmarker? Oh ja, da hast du recht. Sie sehen den Geräuschmarker. Das ist, finde ich, sehr nett, dass du das gesagt hast, weil, und um hier ja auch mal ein bisschen für Fairness zu sorgen, verschwindet der Geräuschmarker und auch auf dieser Seite befindet sich ein Waste Wolf. Der guckt auch schon so hungrig hier um die Ecke. Also mit denen ist, glaube ich, nicht so gut Kirschen essen. Was ist mit dem hier? Den sieht Mojo, richtig? Ja. Den sieht er zwar, aber der wird nicht aufgedeckt, denn er sieht ihn nicht wirklich. Okay. Er hört. Natürlich. Gut. Also, dann geht's weiter. Mit? Volker. Volker, der First Born. Volker aktiviert normalerweise auf die 6, jetzt auf die 7, beziehungsweise auf die 3 plus. Jawohl. Passt. Volker geht hinterher, dann bewegt sich zweimal. Ja, die ganze Warband da nach vorne aufgerückt. Mega. Dann bleibt Bunny. Bunny aktiviert auf die 4 plus. Ja. Auch zwei Aktionen. Bunny hat jetzt 6. Und dann gerade gefühlt und sind Arsch gegangen. Also Move 6. Move 6, ja. Aber was macht der Hase? Ja, was macht der Hase? Das ist eine Familie und die Familie muss zusammenhalten. Ja, der ist ja auch noch klein. Und so läuft der Hase. Jawohl. Du bist weiterhin dran. Paar und das neu erworbene Schweinchen. Was sind das denn für Markierungen da drauf? Das war ein Testschwein. So, ja. So. Wer aktiviert denn? Das Schwein. Ah, wie heißt es eigentlich? Schinken. Schinken. Oder Ham. Aktiviert auf die 4 plus. Da hätte ich eine kleine Geschichte, wie ich mir überlegt habe, wie Nottingham. Oh geil, jetzt kommt der. Du darfst kein Schinken mehr. Richtig, wie manche Städte nämlich zu ihrem Namen kamen. Und meine Idee war, Nottingham war so Mittelalter, kein Essen, nur Runkelrüben und so. Wenn mal Fleisch, dann für den König und so. Und deswegen Nottingham, also nix Schinken. So deswegen Nottingham, da gab es halt kein Fleisch. Nur mal so, jetzt, falls es einen interessiert. Ich fand das interessant. Ja, meint ihr nicht, dass es so war? Bestimmt war es so. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare und klärt uns auf. So, was macht Schinken denn? Schinken aktiviert. Versucht zu aktivieren. Auf die 4 plus. Nein. Nein. Na gut. Aber dein Schweinchen hat Move 6 statt 7, ne? Weil. Richtig, genau. Ja. Er halt uns an einem Waste Wolf orientiert, aber es ist nun mal ein Waste Schinken. Ein originaler Waste-Schinken. Ja. So, Paar muss zwar noch, aber da die Aktivierung nicht erfolgreich war, geht die Initiative erstmal wieder rüber. Und ja, fast die gesamte Warband steht ja hier noch unaktiviert rum. Der Herr Pfeife überlegt gerade noch kurz, was er da am besten macht. Ja, ich bin gerade etwas überfordert mit meiner Pfeife. Und die Pfeife funzt auch nicht.
Gut. Eins wird aktiviert. Eins. Kannst du mir mal kurz die Daten von dem Blob sagen? Die Daten von dem Blob vom Toxic Jelly. Ja. Ja, kann ich. Da muss ich hier in dieses schlaue Buch schauen. Weil Toxic ist, glaube ich, kacke Nahkampf. Irgendwas ist doch da. Radzombie. Toxic Jelly. Mili 5, Stärke 5, Defense 6. Flurry of Blows hat er, also haut öfter zu. Ne? Und er hat Blobform. Er ist immun gegen Psychologie, also halt ja. Immer Will-Tests werden automatisch bestanden. Natural Weapons hat er, dadurch hat er sogar Stärke 6 statt 5. Gift, also seine Waffen oder Attacken sind giftig. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, ja, was Blobform ist. Ja, aber vielleicht ist er ja gar nicht aggro. Man weiß es nicht. Vielleicht geht es ihm auch einfach nicht auf die Nüsse. Ja, was macht er, wenn ich innerhalb von 12 Zoll bin? Dann muss er sich ja auf mich zubewegen. Wer weiß. Mhm. Wo ist hier die Blobform? Da ist die Blobform. Also plus 2 Defense gegen Ranged. Mhm. Seine Nahkampfattacken haben 1 Zoll Reichweite. Egal, womit er zuhaut. Ja, okay, gegen Laser, Plasma und Flammen ist er besonders anfällig. Und sonst nichts. Also eigentlich ist er nicht geil. So ganz chilly, der Typ. Der Blob da drin mit dem Monokel ist auch geil. Ich weiß, der ist auch geil. Okay, ich versuche ihn zu aktivieren. Eins. Also auf die 4 plus. Richtig. Ja. Völlig aktiviert, der Wichser. Hat einen Move von 7. Das bräuchte man das Maßband. Der Hund, ja klein, ne? Der ist so in so einer Sneaky-Sneaky-Bewegung. auch mit 7 Zoll, Vollgas. Die ganze Zeit den Blob vorbei. Der steht die ganze Zeit so und die Augen nur so. Okay, und nochmal. Es sind 3. Nochmal 3. Ich könnte es zur Mülltonne schaffen. Wäre ich genau dran. Mhm. Und, oh, fuck, der Wastewolf. Fuck, der Wastewolf. Nein, ich mach nochmal alles berührt geführt. Echt jetzt? Nein. Völlig behindert. Völlig am Arsch. Scheiße. Kannst du mir am Arsch lecken. Boah, Junge, ist da. Ach, da ist auch gar kein Fenster. Kommt auch nicht raus. Oh, Scheiße. Ich brauch die Werte vom Wastewolf. Werte Wastewolf. Was? Ach so. Oh, wie schlecht. Ganz schlecht. Wastewolf unter W. Die trotzdem die Werte. Genau. Ja, er ist auf jeden Fall schnell, hat Move 7, das weiß ich. So. Wastewolf, Move 7, Mili 5, Stärke 6, Defense 6. Okay, Stärke 6, Defense 6, okay. Stärke 6 schon bei Natural Weapons oder noch plus 1? Nee, dann noch plus 1, also hat er eigentlich Stärke 7. Okay. Ja, ich entscheide mich aber dahin zu gehen. Das war die maximale Bewegung mit zweimal Move? Ja. Okay. Dann ist er aktiviert. Gut, dann aktiviere ich jetzt den Dieter. Erfolgreich. Erfolgreich. Und Dieter. Dieter hat einen Move von 6 auch. Ja. Ist egal. Dieter scheißt drauf. So. Und den letzten, Bernd. Bernd auch. Bernd aktiviert auf 3 plus. 3 plus. Ja. Move 6. Ja, kommt auch dahin. Ja. Das heißt, auf deiner Seite sind alle aktiviert auf
deiner Seite nicht. Paar muss noch. Auf die 3. Aber ganz genau. Gerade eben noch. Vielleicht hat er sich ja auch mit seinem zweiten Kopf da unterhalten. Wer weiß. Das war's. Dann sind die NPCs noch dran. Und das wird wie folgt ablaufen. Ich brauche einen W8. Könntest du mir mal einen W8 da rausgeben, bitte? Als erstes bewegt sich dieser Geräuschmarker. Und zwar 4 Zoll hier rüber. Damit steht er in etwa hier. Dann bewegt sich dieser Waste Wolf und greift sofort das nächstgelegene Ziel an. Nein, Moment, ich werde erstmal gucken, ob ich ihn aktiviere, denn vielleicht haut er den ja auch mal richtig kaputt. Sollte ein Metal von 5 haben, aber hier ist es ja auch aufgeschlagen. Er hat ein Metal von 5 Pack Mentality, er kriegt plus 1, wenn andere Waste Wolves in 3 Zoll sind, ansonsten immer minus 1. Das heißt, minus 1, er hat also jetzt gerade nur ein Metal von 4, reicht die 6 trotzdem. Erste Aktion Charge. Der ist schön groß. Das ist geil. So, W10. Ich habe ein Melee von 5. Gegen. Zweite W10 mal bitte. Ja. Gegen 3. Dunkelblau ist der Waste Wolf ohne 3 nur. Okay. Ja. Das heißt plus 2 auf meinen Wurf. Ja, geil. Eine 1 wird zur 3. Gegen eine 7. Nichts passiert. Zweite Aktion. Nochmal Angriff. Ich beiße zu. Plus 2. Das ist Kippen. Eine Kippe. 6 ist eine 8. Gegen eine 7. Ich treffe dich. Ja. Ich habe eine Stärke von 7, weil 6 plus die Natural Weapons. Also Stärke 7 gegen Defense. Gegen Defense 6. Also plus 1 auf meinen Wurf. Das ist ein Crit. Ja, und damit stirbt leider dein Typ. Er ist ja noch nicht komplett tot. Man muss ja am Ende des Spiels gucken. Ja. Aber geil, genauso gucke ich auch. Ja. Völlig pissig, völlig so, boah, Alter. Das kann doch nicht so sein. Lass den ruhig da liegen. Ach nee, lass er da stehen, scheißegal. Ist doch egal, wir haben ja keinen Medic oder so dabei. Ist doch egal. Ist doch noch ein Spiel. Sieht aber ist anders doch, aus. Spiel. Jetzt soll ja Spaß machen. Ja, genau. Ja, geht dir jetzt ein Space Marine kloppen, bist du nicht so down, als wie jetzt einer von deinen 5 Geistern. Das war seine Aktivierung. Die Aktivierung. Der Zombie hat nur eine Aktivierung. Bewegt sich auf den nächsten zu. Steht hier. Ja, Junge. Sie denkt, das wäre hier ein Maid. So, einfach weil, ne? Ja, fast genau. Die Zombie-Olle findet eigentlich Willy oder ist er Billy? Ich weiß nicht. Das ist Billy. Auf jeden Fall so, oh, Willy ist ja klar. So, das ist meiner. Ja, und Billy denkt auch schon so, oh, eigentlich gar nicht so scheiße. Ich aktiviere den Toxic Jelly. Erfolgreich. Er geht hier hinter außer Sicht, wird damit wieder zu einem Geräuschmarker, denn man sieht ihn nicht im Moment. Dann aktiviere ich den Waste Wolf. Leider nicht erfolgreich mit der Pack-Mentality, aber mit einem 7er Move müssen wir jetzt mal gucken, ob ich den nicht trotzdem angreifen kann. Ja, weiß ich nicht. Wird aber eng, weil auf direktem Weg sind schon... Nee, kannst du schaffen, oder? Eventuell, ja. Kann das mal einer mit dem Maßband schräg machen, weil hier mit Dings... Ja, ich kann ja auch halten. Oh, das ist eine, das wird die Sache sehr vereinfachen. Ja, wenn du misst, nein, ist es dein Modell. Ich glaube, hier hinten rum ist besser. So. Auf dem Kleben, ja. Ja, locker. Geht? Ja, klar. Ja, also, gut. Charge auf ihn hier. Ja. Aber leider keinen zweiten Angriff. Das heißt, Melee von 5 gegen dein Melee von... Du hast schon den minus 1, weil nicht in der Herde, ne? Das war nur beim Aktivieren. Pack Mentality ist so, nur beim, okay, Aktivieren. Da ist, was willst du jetzt wissen? Mili? Was dein Mili ist. Dieter hat ein Mili von 6.
Oh, krass, das heißt, du kriegst plus 1. Du hast aber eine 8. Mhm. Gegen eine 3. Er trifft dich, er hat eine Stärke von 7. Ich habe eine Defense von 8. 8 wegen dem Schild, ja. Also plus 1 bei dir. Eine 6. Habe ich. Eine 8 wird zur 9. Nix passiert. Was ist, du Scheißkälter, du? So. So, das heißt, soweit ist alles aktiviert und gemacht, was ich machen konnte. Damit ist Runde 1 zu Ende und die beiden Spieler müssen einmal alles hier entfernen und müssen dann würfeln, wer denn die nächste erste Runde hat oder wer anfängt. Vielleicht macht ihr das noch kurz. Ja. Kurze Frage an euch. Okay, erstmal würfeln. Eine 6 gegen eine 1. Das heißt, Pfeife fängt an. Kurze Frage an euch. Rundenzusammenfassung gleich? Ja, oder? Immer Rundenzusammenfassung, okay. Weil... Das dauert sonst hier mit zwei Parteien und so und NPCs. Also, die beiden zocken jetzt einfach mal ein bisschen und dann erzählen wir euch gleich nach Runde 2, wie denn so Stand der Dinge ist und was alles passiert ist. Runde 2 ist vorbei und hier gab es in einem massiven Charge-Move, den Volker ausgerufen hat, da haben sich irgendwie fast alle aktiviert, sind gecharged, gab es ein riesiges Mosche. Nichts ist passiert zuerst, aber Junge, dann kam das Schwein, Speck. Er kam um die Ecke, hat den Zombie sofort zerbissen, kein Problem. Der Waste Wolf im Gegenzug hat vorhin den Part zwar getroffen, aber nicht verwundet. Auf der anderen Seite, ja, der Jelly ist ja hintergelaufen. Da hinten der noch verdeckte Marker ist weiter da hinten hingegangen. Der Waste Wolf hier wurde nicht erfolgreich aktiviert, hatte nur eine Attacke, hat den nicht Bernd, sondern den anderen angegriffen, hat ihn aber nicht getroffen. Und hier wurde erfolgreich, wahrscheinlich ein Baseballschläger, man weiß nicht genau, ein Light Weapon rausgelootet. Und hier wurde erfolgreich eine Heavy Metal Armor rausgelootet. Man vermutet ja, er hat einfach den Kofferraumdeckel abgerissen. Aber man weiß es nicht. Ja, Runde 3. Würfelt doch mal, wer anfängt. Eine 4 auf der Seite und eine 6 auf der Seite. Das heißt, du fängst an. Wir ja, zocken einfach und kommen dann gleich wieder mit einer Zusammenfassung. Wir sind hier am Ende von Runde 3 und ja, dieser Waste Wolf wurde umgekloppt. Spliffy die Killerratte ist hier erschienen in der Mülltonne, weil Bunny da unbedingt in diese scheiß Mülltonne gucken wollte. Bunny hat auch gecharged, hat die Ratte nicht killen können, Paar auch nicht. Im Gegenzug die Ratte aber auch keinen von den beiden. Loot ist immer noch da drin versteckt. Dieser Waste Wolf hier konnte nicht besiegt werden, hat aber im Gegenzug auch selber nicht wirklich was gemacht. Und dementsprechend ja, sieht das Schlachtfeld jetzt so aus, wie es aussieht. Hier ist noch ein Hund. Und wo ist da ein anderer Typ? Hier, Eddie. Eddie ist, hat hier auch aufgeschlossen, will auch ein bisschen mitmoschen. Ja, klar. Ja, und da drüben, wie gesagt, die zwei da. Der Rest der Warband steht dort. Und ihr zwei müsst mal jetzt würfeln, wer denn anfängt. Und dann geht es mit Runde 4 weiter. Mitten in der Nacht. Jo. Was hier wird denn hier? Eine 9 gegen eine 9. Also nochmal beide. Eine 1 gegen eine 4. Und der Dennis fängt wieder an. Ja, das wird er dann auch tun. Und wir zocken mal eine Runde weiter und zeigen euch gleich, wie es steht. Es ist hell geworden und wir haben durchgemacht. Nein, haben wir nicht. Aber es ist der nächste Morgen. Wir sind wieder im Bunker. Der yeah. Dennis ist wieder am Start. Wir sind wieder frisch dabei. Und deshalb können wir unser begonnenes Game, in dem sich zwei Warbands, nämlich Triple B und die Schröders, um ein Feld prügeln, fortsetzen. Und ja, wir waren am Beginn von Runde 5, glaube ich schon, ne? Ich meine ja. Ja. Beginn Runde 5 und wir müssen aber jetzt mal gucken, alles war soweit bewegt, gemacht. Wir müssen würfeln, wer hier anfängt. Das haben wir schon getan. Ah, das habt ihr schon getan. Wer darf? Schröders fangen an. Schröders fangen wieder an. Okay. Kurz nochmal zur Erinnerung, wobei es für euch ja gar nicht lange her ist, seit dem letzten Clip ist ja nur ein Schnitt, aber egal. Die Schröder stehen hier.
keine wirkliche Gegner mehr. Da hinten ist ein Geräuschmarker. Man hat ihn noch nicht entdeckt. Hier vorne ist ein Geräuschmarker an einer Kiste, die man noch looten könnte. Hier ein Hund vom Pfeife. Da hinten wurde ja schon eine Menge gelootet. Hier steht der Rest von Triple B und die sind immer noch im Nahkampf mit diesem Waste Wolf. Mal gucken, ob sich das jetzt irgendwann mal ändert. Ja, da würde ich sagen, fängst du einfach an, machst deinen Kram, ne, beziehungsweise normale Runde und dann zeigen wir euch nachher wieder, wie das aussieht. Was zum Teufel ist denn hier los? Was liegt da alles für eine Scheiße rum und so? Und was ist mit denen? Ja, du musst sagen, weil das hast du in der letzten Runde nicht gesagt, da war noch Spliffy drin. Genau, da war Spliffy, die Killerratte drin. Das hat die Schröders dazu gebracht, wie die Irren, alle auf diese kleine arme Ratte zu chargen. Bunny hat die dann auch umgekloppt, sich sofort die Zähne geknuspert und ans eigene Kostüm genäht. Also zumindest ist so der Plan. Ja, ne, weil es ist Bunny. Es sind jetzt Spliffy-Zähne. Ja, und da ist er auch stolz drauf, hat er nämlich umgehauen selber mit der Axt. Ja, dann wurde dieser Container auch erfolgreich gelootet und der Dennis scheint der Meister zu sein, diese Loot-Tabelle negativ auszunutzen. Er hatte hier eine 14, womit er W3 plus 3 von den leichten Kreaturen hat spawnen lassen. Und das waren zwei Mudcrabs, eine genau da, wo Spliffy vorher stand, eine links daneben. Ein Abgeordneter des Hillfolks, also ein bisschen, ja, ist eigentlich auch wahrscheinlich ein Schröder. Vielleicht nimmst du den ja auf, wenn er dich jetzt ein Gesandter? Frisst. Ein Gesandter vielleicht, ja. Ist da erschienen, in Base-Kontakt mit dem Schwein, aber weil er gespawnt ist, macht er noch nichts. Und hier oben ist ein Wildhund erschienen. Der hatte da auf diesem kleinen Sofa geschlafen. Wurde jetzt aber aufgeweckt. Hat sich sofort da an diese Kante gemacht, wird da nachher runterspringen, aber alles erst in der nächsten Runde, wenn es dazu kommt. Aber auf der anderen Seite, Junge. Auf der anderen Seite. Das große Begeisterung. Nein. Da ist Folgendes passiert. Endlich wurde dieser Waste Wolf getötet, nachdem Dieter es mal wieder nicht geschafft hat. Hat Bernd jetzt echt die Schnauze voll gehabt, hat das Viech so was von zerhackt. Und ja, damit ist hier der Nahkampf aufgehoben. War es Eddie? Nee, wie Eddie, heißt dein... Eddie ist dann dahin und no. ist noch an dem Müllhaufen ran. Genau, weil er nämlich looten wollte. So, und jetzt kam's. Der Hund 1 hat in einem Wahnsinns-Charge an diese Mülltonne hier mit seinen Zähnen die Mülltonne sofort aufgestemmt, dabei in die Scrap-Armor, die drin lag, gelaufen, sofort mitgenommen und ist mit seiner zweiten Aktion dann hier rüber gehechtet. Ja, Junge, und das hat den Blob erweckt. Da steht er. Er ist eigentlich ein geschälter Typ, aber wenn man ihm seine glitzernde Rüstung, die er leider nicht tragen kann, weil er ja nun mal ein Toxic Jelly ist, wenn man sie ihm wegnimmt, dann flippt er aus. Er dem Hund hinterher hat ihn sofort zerprügelt, also der Hund ist wahrscheinlich verwundet oder tot, man weiß es noch nicht. Ich glaube, das gefällt dem Eddie nicht so, aber vielleicht lootet Eddie ja auch einfach nur. Mal gucken, wie es weitergeht. Da ist doch gelootet. Da? Ja, da. Oh, stimmt, mein Fehler. Richtig, der Marker muss noch weg. Maschinenpistole habe ich da drin erfolgreich gelootet. Genau, aber alles der Hund, ne? Wobei, wenn der überlebt, dann hast du den Kram ja trotzdem. Ja. Alles gut. Ja, das heißt, im Prinzip gibt es nur noch, weil auch da gelootet wurde, nämlich Kreaturen, gibt es nichts mehr wirklich zu looten. Hinten ist noch ein unterirdisches Tierchen, das hat sich immer noch ein bisschen weiter weg bewegt. Und ja, jetzt im Moment stehen hier halt noch 1, 2, 3 NPCs. Paar hat natürlich beide Mudcrabs einfach mal sofort umgeprügelt. Echt cool. Ja, und jetzt gucken wir mal. Runde 6 am Start. Und ihr zwei müsst mal gucken, wer anfängt. Und vor allem, ne, Runde 6, viel Zeit ist nicht mehr. Mal gucken, wer hier diese Map erobert. Was haben wir denn? Die Schröders eine 6, Triple B eine 9, Junge. Okay. Das heißt, diesmal fängt tatsächlich Triple B an. Wir gucken mal, wie es läuft. Die NPCs können jetzt dann auch normal bewegt werden, die gerade gespawnt sind. Und ja, mal schauen, was so geht. So, liebe Tabletop-Freunde, wir sind mitten in Runde 6. Es hat sich nämlich was ereignet. Zum einen ist der arme Blob umgehauen worden. Das ist sehr unfair. Oh ja. Da kommt ein Mini, das zeigen wir jetzt noch nicht, denn vielleicht kommt es irgendwann mal in die Rohrwand. Also, Folgendes ist passiert und deswegen schalten wir jetzt hier mal live rein. Bernd hat sich gedacht, ich charge mal den Paar.
hat er erfolgreich gemacht, Paar ist gecharged, aber wie ich gerade vernommen habe, möchte Bernd ihm nicht direkt in die Schnauze hauen, das wundert mich ein bisschen, sondern er labert ihn da an. Was geht denn da ab? Ja, Bernd hat, ist ja jetzt nicht so doof, also er checkt ja schon Unterzahl und so, ganz komische Freakos da, einer immer nur Schmerzen, macht halt voll die, und auch er hier mit der Barbecue-Soße, also Bernd ist schon eine harte Sau, aber ihr müsst das schon sehr suspekt, auch hier der Typ, vorne den immer mit dem Kopf in der Hand, ne, und oben dieser... Typ, der schreit die ganze Zeit, haben wir gerade schon, der singt die ganze Zeit so Arien, immer so. Also das ist schon sehr freako. Aber er geht natürlich hin, als wäre das alles ganz cool. Das hat er schon tausendmal gesehen. So. So, und dann so labert er ihn an, so, ey du Wichser, was machst du hier in meinem Lied eigentlich? So. Pa sagt gar nichts. Pa guckt ihn nur an. Ja. Achso, der Schädel unten macht noch an. Pa ist nämlich Pa ist ein arrogantes Arschloch. Ja, das ist, also Pa muss man sich vorstellen. Das ist ein Arschloch einfach. Ja. Pa guckt ihn an und sagt gar nichts, reagiert auch gar nicht. Er guckt nur. Er hat ja auch den Skill mit dem Blick, ne? Ja, richtig, genau. Okay. Ja, genau. Okay. Ja, das ist natürlich schlecht. Und dann sagt Bernd, ey du Wichser, was machst du in meinem Gebiet? Nochmal. So, weil er denkt, du bist ein bisschen dumm vielleicht. Tja. Pa guckt weiter. Pa guckt weiter und schmatzt. Tja. Ja, und weiß eigentlich gar nicht, was er von ihm will. Und okay, dann macht mein Pa will mich einfach nur durch. Ja. Den ist ach das, so, den so ist von da, wegen, den, so, Pa, was ist das? Pa ist da ziemlich egal, was hier los ist bei dem Ganzen, weil die sehen das Ganze so, denen ist dann auch egal, worum es bei der ganzen Sache eigentlich geht. Ja, ob das irgendwie eine Glaubenssache ist oder nicht, weil die ziehen einfach nur mit, weil alle anderen jetzt weg wollen und damit geht ihnen Essen ja flöten. Deswegen, ja, die reisen hinterher, weil da ihr Essen hingeht. Okay. Das ist es nämlich. Und deswegen gehen die da durch. Paar sagt aber nichts. Alter. Ach, er sagt doch jetzt was. Er sagt was. Alter. Geh aus der Sonne. Oh Gott. Aha, okay. Dann kommt meiner, macht einen Schritt nach vorne und macht einfach nur, weil das ein typisches Zeichen ist hier für Pattsituationen, im Wasteland kennt man das, macht er die typische Wasteland-Geste, um dieses Territorium für sich zu erschuchen. So, wegen Armdrücken. Und wahrscheinlich kennt diese Geste auch diese Mutanten-Robin, weil das ist in diesem Krater übliches Mittel, um Konflikte beizulegen, wenn es mal nicht anders geht. Pa ist ja auch schon lange dabei. Paar weiß, was abgeht. Das ist eine Konfliktsache. Also man kann sich ja da selber, versucht man das auf diese unter den Stämmen harmonievolle Art noch zu klären, einfach durch Andrücken, oder geht man direkt in die Vollen. Aber weil ich das halt checke, dass ich da sehr, ich versuche das jetzt so auf die Ehrenschiene zu machen. Mhm. So, weil Arsch aufreißen, schwierig. Von hinten, hey Paar, was ist denn da los? Paar! Pa, was ist denn da los? Schnauze! Pa! So, das heißt, ihr wollt jetzt hier... Und der Typ immer weiter um. Ja, der hört auch nicht auf. Der Hund wartet derweil noch und springt noch nicht runter. So. Er hier unten, der Abgesandte, so... muss jetzt auch erstmal gucken, was hier überhaupt abgeht. Und deswegen, ja, wie wollen wir das machen? Stärke gegen Stärke oder wollt ihr einfach jetzt hier mal eine Runde Arm drücken? Ja, ist ja auf Stärke. Also, was hast du für eine Stärke? Unmodifiziert, weil da helfen jetzt keine Waffen, ist eine Ehrensache. Stärke 6. Gegen Stärke. Ich bin Brute, der zählt schon, weil ich gut, ja, bin. Ja, richtig. Gegen Stärke 7. Okay, ah, war eine gute Idee auf die Edge. Ja, was hier, Junge. Okay, dort wird es gleich auf diesem Loot Table passieren. Welche Farbe hast du? Dunkelblau, okay. Die Schröders, hellblau. Triple B. Yeah. Und Triple B gewinnt. So. Jetzt ist die Frage in Reaktion darauf. Was machen die Schröders? Ey, Pa, was ist denn los? Ja, aber Pa beugt sich. Also Pa beugt sich, weil er kennt die Regeln und okay. Das ist doch alles okay. Er ist so ein Ehrenmann, wenn auch ein Freako. Pa nickt, dreht sich um und sagt, Leute, wir gehen. So, und dann okay. Sage ich aber noch, hey, 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 weil das ist eigentlich nochmal der Akt danach, so, so, hey, hey, und macht so, und baut hier direkt sein Shit auf, so, willst du mit mir noch handeln?
So, du kannst meine. Und dann macht er auch direkt so. So, um diese Ware über diesen Tisch. Und auch die ganze Zeit. Ja, klar. Das gehört auch zu zum Beispiel. Das ist so eine. Das ist das Zeichen so, ich will euch nichts Böses, schaut her. Aber er muss das so lange machen, bis alle an diesem Tisch sind. Also macht er die ganze Zeit immer. Und da es im Wasteland so üblich ist, dass man, wenn man sich mal trifft, was ja jetzt nicht so selten ist, aber wenn das so ist, dann wird immer gehandelt. Deswegen, genau. Ja, dann geh doch mal an den Tisch, guck doch mal, was da so los ist. Macht Pardas alleine oder holt er vielleicht noch seinen Firstborn zumindest dazu? Er auch direkt hier händlermäßig hier was. Nein, weil Firstborn Volker immer. Pa! Jetzt red doch mit mir! Okay, ein paar hat zu tun. Ja, okay, was hätten wir denn da im Angebot oder was wird denn gehandelt? Wollt ihr das noch live machen oder sollen wir das einfach mal machen und dann kommen wir gleich nach dem Spiel wieder? Wie du willst. Ach, wobei, komm, wir waren immer bei Zusammenfassung, dann zeig doch mal. Was haben wir denn also hier im Angebot? Hätte, ja, ich würde abgeben wollen. Ich hätte im Angebot. Eine leichte Waffe, beziehungsweise die gebe ich nicht ab, aber ich hätte eine Heavy Metal Armor, also die fette, und ich hätte die Scrap Armor, boah, weiß nicht, ist auch geil. Scrap Armor dem Hund geben. Stimmt, ich hätte nur eigentlich abzugeben diese, oh Scheiße, Dr. Hans Folter hat den Arm verloren. Oh, der hat Schmerzen. Lucien hat Schmerzen. Oh fuck. Yeah. Ja, Leute, also, auf jeden Fall gäbe es hier eine Heavy Metal Armor im Angebot. Das ist eine sehr starke Rüstung. Ja. Plus 2 im Nahkampf, aber du wirst um 1 langsamer, es sei denn, du hast einen Skill, der das negiert. Möchtest hast du denn auch was im Angebot? Ich hätte eine Crossbow. Ein Crossbow? Ja. Oh, und ich kenne einen, der hat eine Mini mit einem Crossbow. Ja. Willst du tauschen? Ja. Einfach so, ein Crossbow ist teurer als eine Scrap Armor. Aber eine Scrap Armor. Ja, gut, ich kann dir unten noch Gold geben. Was kostet? Können wir was mal eben hier. Könntest du ja auf Pause machen? Ja, einmal Pause. Wir checken, was das kostet, denn es soll hier jetzt ein Flitzebogen, nee, kein Flitzebogen, sondern eine Armbrust gegen eine Heavy Metal Armor getauscht werden. Und eine Heavy Metal Armor ist relativ günstig. Jetzt mache ich doch nicht Pause. Haha. Ja. Eine Heavy Metal Armor kostet nämlich für ein Modell, was nur einen Lebenspunkt hat, 5 Punkte. Und ein Crossbow kostet 6 Punkte. Okay, ist doch ziemlich nah zusammen. Weil es halt nur dieser normale Crossbow ist. Also macht er so. Okay, Tausch findet statt. Wahrscheinlich per Handschlag, so wie es im Wasteland üblich ist. Wobei es schwierig, wenn man die Hände nicht frei hat, weil du hältst ja den Kopf. Ja, aber der kann mit einem Hand am Ohr festhalten. Aber ich denke, da wird in die Hand gespuckt, oder so richtig. Ja. Und dann. Und damit ist der Deal besiegelt. Geil. Das heißt, ich streiche bei mir die Heavy Metal und bekommst dafür ein Crossbow. Cool. Und du hast eine Heavy Metal Armor. Ja. Das ist ja gar nicht mal schlecht. Okay, wir räumen hier mal ein bisschen auf, gucken dann gleich mal, wer wohin ins Wasteland geht. Karte machen wir ganz am Ende, wie bisher jedes Mal bei den Spielen und ja, sind dann gleich wieder da. Ja. Nach dem Spiel. Genau, nach dem Spiel. Die Jungs schicke ich gleich ins Wasteland, deswegen so ein bisschen abseits, da kann ich gleich die Karten ziehen. Aber erstmal müssen wir mal gucken, was mit 1 passiert. Dafür würfel ich mal auf der Schadenstabelle. Ja, ein W10. Ja. Ein 5. 5 ist banked up. Das Modell ist ganz gut, hat gut was mit abgekriegt, sollte sich aber vollständig erholen können in einer gewissen Zeit. Das Modell darf ganz normal wieder teilnehmen, aber bekommt -1 auf alle Würfelwürfe, die es gibt für das nächste Spiel. Gut. Muss ich mir mal irgendwie eine Randnotiz machen. -1 mit Sternchen. Gut, dann gehen wir ins Wasteland. Also der ist wieder dabei. Der kann nicht mit, er auch nicht, weil der Leader ist. Und hier von oben ziehen. Hast du mir genau, du als Gewinner des Szenarios darfst bis zu 2 Karten neu ziehen. Okay. Ist jetzt das erste Mal, weil wir jetzt auch tatsächlich hier gegeneinander spielen. Oh, 30 Coins. Natürlich. Na, ich habe ihn ja gewählt. Ja. Ne?
Aber eigentlich wollte er ja ins Wasteland. Ach so. Aber gut. Oh. Auch nicht schlecht. 24 ja. Coins. Ja, das war's. Dann hast du 54 Coins Request. Dann ist ja jetzt nicht schlecht. Ja, dann hat Dieter und Bernd kriegt Coins für Abschüsse. Das müssen wir gleich gucken, ehrlich gesagt. Also so dieses auch, wer wie viel Erfahrungspunkte gemacht hat und ähnliches. Genau, es war ja kein Zombie-Hunt oder so, deswegen gibt es dafür, glaube ich, keine Coins. Aber das machen wir alles gleich zwischen den Spielen quasi, genau wie gucken, wer levelt und wen der Pfeife vielleicht anheuert. Das seht ihr dann beim nächsten Spiel, wenn er dann wieder zockt, wie die Warband sich entwickelt hat. Wir machen jetzt noch den Dennis. Was habe ich jetzt? Wie viel? 18? Nee, 24 und 30, also 54 Coins hast du dir jetzt erschlichen oder gefunden vielleicht, man weiß es nicht. Geil. Ja, wir machen jetzt das gleiche noch für den Dennis, gucken dann nachher am Ende nochmal auf die Karte und dann... Nimmst du die raus oder drunter? Raus. Und aus. So, Familie Schröder. Schauen wir mal, ob Willy überlebt hat. Dafür einen W10. Zwei ist nicht gut, da hast du Glück gehabt, weil eins wäre tot. Zwei ist aber einfach nur schwer verwundet. Das Modell hat eine schreckliche Verletzung erlitten. Du musst zweimal auf dem Verletzungstable würfeln. Der Verletzungstable, Injury Table, dafür brauchst du zwei W10. Und das wird zusammengezählt. Zwei? Ja. Zusammen. Was ist das? Eine 3? Nee. Eine 5. Eine 5. 5, oh, ganz beschissen. 5 ist. Ja, 5 ist captured. Also, er wurde gefangen genommen von der gegnerischen Warband. Das heißt, ohne dass du es gemerkt habt, als ihr vorhin nämlich da schön gedealt habt, hier Scrap Armor tauschen und so. Hat er, also der einer von Bernds Leuten, hat nämlich schön den, wie heißt er? Willy, hat den mal schön eingesackt und mitgenommen. Und so, das heißt, dieses Modell ist jetzt im Moment im Besitz von dem Herrn Pfeife und ihr müsstet euch dann, wenn ihr euch das nächste Mal trefft oder ähnliches, vielleicht mal aushandeln, ob du ihm den zurückverkaufst oder ihn einfach umbringst oder was auch immer. Das ist ja geil. Ja, wann kommst du das nächste Mal? Boah, das ist ein geiler Grund. Und immer per WhatsApp in der Gruppe immer so ein Hammer, so kurz vor diesem Weg. So, na, kommst du jetzt? Okay, und die zweite Verletzung müssen wir aber noch gucken, ob der irgendwie... Ja, also das war jetzt ja dann tatsächlich gar keine Verletzung. Junge, das Gustav hier, den Streifen, der neue, das ist ja mal Smoothie. Daddy. Eine 7. Ja, ganz neu. Ja. Eine 7? Hier steht übrigens auch drin bei Captured, er könnte dir den ja wieder, also hier sind so Beispiele, er könnte dir den ja wieder anbieten für einen guten Preis, wo man sich drauf einigt. Er könnte ihn ja auch einfach an den Höchstbietenden verkaufen, so sklavenmäßig. Aber der kann nicht für mich fighten oder so, ne? Nee, das wird er, glaube ich, nicht machen. Nee. Unsoziales Schwein, du Sau. Hier steht extra dabei, du kannst ihn so lange behalten, wie du willst, kannst ihn auch einfach jetzt blockieren oder so. Gut. Kannst du natürlich mit der nächsten Nummer als zurück oder als Befreiungsschlag. Genau, ja. So, boah, die haben Willy. Vor allen Dingen er natürlich. Billy so, ja, Billy geht gerade voll ab, weil das ist sein. Zwillingsbruder. Aber die 7 ist. Geil. Eigentlich ein Vorteil: Horrible Scarring. Das heißt, er hat ganz schlimme Narben davon getragen. Ob man das noch sieht bei ihm, man weiß es nicht. Aber deswegen bekommt dieses Modell den Fearful Reputation Skill. Okay. Das ist geil. Das heißt, ist das vor dem Kampf oder wenn du einen gemoscht hast, der ist dann so im Arsch, danach, ob die anderen weglaufen in so und so viel Zeit? Nee, das ist, glaube ich, davor. Also dieses, ob du ihn überhaupt angreifen darfst oder so. Das heißt, er ist gecaptured. Hier, den könnten wir mal rüber zum Herrn Pfeife schieben, ne? Weil der ist jetzt weg. Komm mal zu mir. Oder tut mir der Seele weh, ne? So, und jetzt noch die geile Nummer. 4 Leute gehen ins Wasteland, einer kommt zurück. Nein, vielleicht ja auch alle 4. Mal schauen. Diese 4 gehen? 4 gehen, ja. Alle. So, dann Karten ziehen. Du darfst keine Karten tauschen, sondern ne, da, wo du legst, ist... Okay, 4x3, 12 Coins. 18 Coins. Oh, geil. 24 Coins. Oh, und den Herzkönig. Den Kreuzkönig.
Kreuzkönig, genau, stimmt. King of Clubs. Pyromaniac. Während du eine alte Feuerwache inspizierst, trifft das Modell auf irgendeinen Raider, der mit einem Flammenwerfer bewaffnet ist. Keines der Modelle, also der andere nicht und du auch nicht, hat Zeit, irgendwie die Distanzwaffen einzusetzen, falls es welche hat. Deswegen gehen die sofort aufeinander los und du musst jetzt eine Melee-Attacke gegen den Raider machen. Der Raider hat aber nur einen Melee von 4. Wenn du gewinnst, killst du den Raider und du bekommst einen Flammenwerfer für lau. Wenn der Raider gewinnt oder der Kampf unentschieden ist, dann bekommst du einen Stärke 5 Treffer und der andere verpisst sich. In dem Fall hast du halt einfach nichts und vielleicht stirbst du auch, mal gucken. Du kannst das alles ignorieren. Und das wäre dann so, dass du den Raider früh genug gesehen hast, lieber nicht da reingehst, dir einfach nur einen Feuerlöscher von der Wand rippst, den verkaufst und dafür 10 Coins kriegst. Es ist doch nur ein Spiel. Komm, wir wollen ja Spaß haben. Also auf die Schnauze. Ich hätte sogar schon ein Tauschobjekt gegen Really. Ich würde den Flamer nehmen. Gib mir doch mal bitte. Waren auch keine Aerosolgun, sondern einen richtigen Flamer. Das ist gar nicht so scheiße. Ja, aber Willi ist auch, der will nach Hause. Ja, vor allem will Willi ihn wieder haben. Ja. Und ich will ihn wieder haben. Ja, dann soll ich mir den Flamer. Ey, du willst ihm für so einen einfachen Flamer das Modell geben? Und ein paar Coins. Also, du hast ein Mini von. Scheiße. Ah. Mojo. Blowjob. 4. Oh, nur? Das ist aber schwach. Mini 4 gegen Mini 4, wo sind denn auf einmal die Würfel alle hin? Jetzt holen wir den Flamer, du Idiot, die Würfel sind alle hin. Das ist auch ein W10, ne? Okay. Dunkelblau Mojo, dieses Raider Orange, der Raider. Also Würfel gegen Würfel, ob du ihn triffst. Eine 5 gegen eine 10. Du triffst ihn. Achso, und damit ist das schon okay. Damit wird angenommen, du hast den gekillt und greifst dir den Flammenwerfer. Das heißt, ein Flammenwerfer für deine Warband. Ich bin noch gar nicht so weit weg. Du siehst mich noch im Horizont. Du kannst doch so, ey, ich hab den Flammenwerfer. Ey, warte mal. Aber vielleicht will er den ja gar nicht abgeben. Ja, das kann sein. Das Messer an Willis Kehle rückt näher. Na? Warte mal, renn doch nicht weg. Warte mal. Warte mal, ich hab jemanden. Ich bin Grillmeister. Ich habe voll den tragbaren Grill. Das Ding ist voll der Hammer. Er preist ihn an. So, also quasi, du kommst jetzt und klappst schnell diesen Tisch aus. Haben die alle so einen Tisch dabei? Ja, sicher. Das ist die Wasteland. Ach nee, er war es ja gar nicht. Moment! Genau, Paar macht das. Und versucht das zu regeln. Und ich, wo ist Bernd? Ach, Bernd ist gerade hier, hat ein Problem. Dieser regelt das. So. Genau, denn er heißt nicht mehr Dieter, sondern Dieser. Ja, so. Was bietest du mir für Willy? Ich hätte voll den tollen Flammenwerfer. Das Ding ist der Hammer. Wie gesagt, ein tragbarer Grill. Also super. Nur ein Flamer? Super. Was kostet ein Flamer? Weiß ich nicht, 15 oder so. 15. Auch muss ich jetzt echt nachgucken. Ja, was kosten die 15. Generate? 18. Das ist ja, aber ich will nicht so sein. Ich gebe ihn dir für den Flamer. Echt? Ey, das wäre voll Dufte von dir. Ja. Also dieser gibt ihn frei. Ich bekomme den Flamer. Geil! So, meine lieben Freunde, und an dieser Stelle kommt dann jetzt nur noch gleich die Map und wir sind dann gleich raus. Die zwei müssen jetzt hier erstmal ihre Warbands wieder klarkriegen, alle Erfahrungspunkte machen und so. Gucken wir mal. Boah, fett. Das hat sich richtig gelohnt für mich. Ja. Aber du hast deinen Willy wieder. Genau, was hatte der Fearful Reputation? Richtig, so, ja. Sehr geil. Oh, deswegen bin ich auch froh, dass ich ihn los bin, weil der war ziemlich gruselig, der Typ. Ja, genau. Kannst du mir nochmal so ein Ding machen? Soll ich dir mal ein Ding machen? So, während Bernds Bommelbande gerade nicht anwesend ist, weil kopiert wird, ist das nochmal die Karte. Nochmal zur Übersicht. Im Norden haben wir leider weiterhin zwei Felder von den Schröders, denn dieses umkämpfte Feld geht an Bernds Bommelbande, an Triple B und damit besetzt nach hellblau und dann, boah, Alter.
Und diese Warband, okay, gleich dieses Feld. Das heißt, zwei Felder im Norden besetzt, zwei Felder daneben direkt von Triple B. Im Westen weiterhin unverändert die beiden Felder von, wie hießen die nochmal? Die Chikatilos, genau. Und so sieht im Moment die Map aus nach drei Spielen. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir sind erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.